wenn es nicht aufpasst, fährst du jede Sekunde irgendwo runter. Hi Leute, ich bin's wieder, Grübkerl, und es geht weiter mit Sky Survival. Wir waren das letzte Mal dabei, hier unser Haus zu bauen. Sind wir leider nicht ganz fertig geworden. Deswegen pflanze ich gleich mal ein paar neue Setzlinge. Ach, da fallen auch noch welche runter. Wie hübsch. Damit wir endlich mal dieses Haus fertig kriegen, damit wir woanders hingehen können. Da wächst ja auch schon was. Wofür brauche ich das jetzt? Ich setze es mal dahin. Stimmt, da war ja nichts mehr drin, dann baue ich die mal gleich hier ab. Und ich habe auf dem Forum gelesen, dass es Punkte gibt, wenn man, beziehungsweise halt so ein Punktesystem gibt es da, und da kriegst du Punkte, wenn du ein Cobblestone-Generator baust. Und das werde ich jetzt auch gleich mal machen. Und war da nicht noch irgendwo eine Chest? Ach nee, die stimmt, die haben wir schon abgebaut. So, dann nehme ich die Chest hier mal noch mit. So. So, ich gehe hier rein. Dann habe ich... Moment, lass mal überlegen. Möchte ich hier mein Bett hinsetzen? Ja, dann sieht er bloß hässlich aus, also weg damit. Dann komme ich hier rein und dann mache ich hier... Warte. Wieder falsch. Sorry. So. Truhe. Und Workbench. Perfekt. 10 Cobbles. Damit mache ich mir... Ich wollte jetzt eigentlich erst einen Ofen machen, aber... Es ist doch besser, erstmal eine Steinspitzhacke zu machen. Und jetzt können wir nämlich noch ein paar Steine holen. Und dann können wir lauter Steinzeug machen. Wachst, meine Bäume, wachst! Wachst, wie ihr noch nie gewachsen seid. Upsala. Das ist nicht das Nonplusultra. Ist hier noch irgendwo Stein? Na klar, wieder bloß am Seeboden hier. Gut, haben wir hier Stein ab. Dann natürlich dadurch, dass es unter Wasser ist, etwas länger. Und wieder auftauchen. Ich könnte mich eigentlich hier hinstellen und den abbauen und jetzt sehr schnell gehen. Ja, genau. Das ist natürlich ein Trick, der mir auch schon früher hätte einfallen sollen. Gib Gas. Ja, wenn hier das Wasser so direkt daneben ist. Ja, jetzt schaut das schon mal besser aus. So. Ach ja, genau, wir wollten ja mit dem Lava einmal. Ach, das Eis, wo wir könnten wir das Eis gebrauchen? Warte, wollte ich die ganze Zeit mitnehmen und jetzt brauchst du doch nicht. Alles, was wir hier nicht so gut. Eisenbahn. Warten wir noch, bis wir noch einen kriegen und dann machen wir uns ein Schwert. So. Brauche ich noch irgendwas? Eigentlich nicht. Ach, einen Ofen wollte ich mir machen, genau. Oder auch gleich zwei. Wo klatsche ich jetzt die Öfen hin? Ich könnte es ja eigentlich die mal... Ja, das kann man so lassen. Hier hinsetzen. So, was braten wir im Ofen? 10 Fleisch. Wollen wir den Lava einmal? Nee, der ist zu schade. So, das Trockenholz brauchen wir nicht mehr. Dem Lava einmal machen wir uns jetzt erstmal einen Cobblestone-Generator. Ich würde sagen, den setzen wir auch gar nicht allzu weit vom Haus weg. Oh, ich habe da eine Schippe. Upsili. Das ist nicht so gut, wenn da wieder Löcher überall drin sind. Was
setzen wir denn hin? Oh, der Baum ist gewachsen. Dann kommt jetzt erstmal der dran. Ich meine, wir haben hier überall genügend Steine zum Abbauen und Cobblestone-Farmen, das dauert immer so ewig. Und da habe ich irgendwie null Bock drauf, um ehrlich zu sein. Aber man kann es ja trotzdem mal machen. Aber die Frage ist nur, wo setze ich denn hin? Den Cobblestone-Generator. Hier im Haus will ich nicht machen, weil sonst latsche ich noch in die Lava rein. Eigentlich wäre hier ein guter Platz gewesen, aber da ist halt hier eben das Loch. So. Also, da kommt die Lava hin, da das Wasser und dann muss hier noch eins tiefer. Wie machen wir jetzt hier wieder? Obwohl, das kann ja eigentlich darunter fließen, das stört mich ja nicht, ich kann ja nicht rausholen. So. Und dann kommt hier die Lava hin. Und schaut aber trotzdem nicht schön aus, also machen wir da dicht. Da kann. Ups. Das ist nicht so gut. Heizen ist fertig, perfekt. Wenn es nicht aufpasst, fährst du jede Sekunde irgendwo runter. So, nehmen wir hier wieder die Erde an uns. Und dann, damit wir hier nicht in die Lava fallen, kommt hier noch ein Erdblöckchen drauf. Und hier machen wir jetzt erstmal dicht für die Nacht. Legen wir uns hin. Morgen. Und das hätte gefährlich. Puh. Jetzt hatte ich gedacht, da steht wieder ein Creeper oben drauf mit diesen schwarzen Köpfchen, da weil das ist nur eine weitere Insel da oben. Ist hier irgendwer? Gut. Hier ist niemand. Oh. Holz, 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 Holz. Was könnte man denn noch bereden? Ach ja, schreibt doch mal als Kommentarfrage, wenn ihr euch hier schon ein bisschen auskennt. Bitte, also für alle, die sich auskennen, schreibt bitte nicht, wo welche Sachen versteckt sind, weil das möchte ich bitte gerne selber alles entdecken. Und für alle, die sich zwar auch ein bisschen auskennen, ja, das war jetzt super. Für alle, die sich auskennen, macht das und das nicht. Für alle, die sich auskennen, macht das und das. Okay, könnt ihr mal nochmal in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes besuchen soll an Inseln. Was ihr dafür Wünsche habt und sonstiges etc. So, 14 Holz. Dann machen wir hier erstmal die Tür. Und pflanzen die hin. So. Lass mich hoch. So. Das war jetzt eigentlich ziemlich dumm, denn ich muss ja das hier eh wegmachen. Ich bin super. Und die wird jetzt kaputt gehen. Nicht einmal. Okay. Machen wir hier mal ein paar Stickies. Und eine hübsche Steinaxt. Dann tun wir uns mal hier unten die Eichenhölzer ran. So. Warum bin ich nicht gleich oben geblieben? Ach, egal. Und da ist sie auch schon kaputt. Also wieder weg damit. Und wieder ran damit. Und hier wieder.
okay, da ist noch Erde drunter. Die, wenn wir jetzt abgebaut hätten, das hätte sehr gefährlich geendet. So, dann machen wir die Ecke noch zum Abschluss.